Wir haben ein Nestroy als Komödie, diese Spielzeit, worauf ich mich sehr freue. Diese noch unentdeckte Insel in der Nähe von Australien ist eigentlich die ja, so wohlbekannte Insel Austria. Und da ist schon wieder, wo man so merkt, dass das Stück Österreich meint, man will sich gegen alles Fremde abschotten. So eine Qualität und ein Witz und so. Und ich bin wirklich nächtelang über Texten gesessen. Er hat immer versucht, die Kritik die Zensur. Er hat ihn ständig im Auge gehabt, weil er sehr unbequem war und sehr politisch war. Das ist ja der beste Nestroy-Regisseur, den wir derzeit auf dieser Erde haben. Oder vielleicht sogar. Dazwischen habe ich mal den Zerrissenen gemacht und freue mich jetzt sehr, den Herrn von Scheitermann, Johann von Scheitermann, darstellen zu dürfen in Frühere Verhältnisse. Der Scheitermann hat ziemlich harten Stress. Ich kann es schon mal ankündigen, unangenehme Lebenssituation. Aber wir spoilern natürlich nichts. Ja. Das ist ja der Spaß an dem Stück. Also die große Frage ist, wer ist im Kochtopf? Im zweiten Stück spiele ich dann die Köchin Rogu, die ein bisschen dran auch schuld, mitschuld ist, dass das Ende so ist, wie es ist. Und Nestroy sagt halt, die Wilden, das sind nicht die Fremden, sondern die Wilden, die Unzivilisierten, das sind wir selber. Und da ist ja auch so beim Louis de Funès, der ist ja unmöglich, aber trotzdem mag man ihn. Also jetzt bleiben wir noch beim Sie, oder? Wir haben uns ein nettes Du gegeben. Also was Sie, machen wir es jetzt. Wir machen es.